Potsdam! Während Rita ihren Fall erfolgreich abschließen konnte, macht sich Superfrauchen Gabi auf ins Rheinland. Ihre Mission: Frieden stiften zwischen Hund und Mensch. Ja, ich habe einen Hilferuf aus Bad Honnef erhalten, Mutter und Sohn. Und Danny, ein kleiner Yorkshire Terrier, der offenbar kein harmonisches Familienleben mehr zulässt, sehr aggressiv ist, vor allem gegen den Sohn, der kann sich der Mutter überhaupt nicht mehr nähern. Und ich werde mal sehen, was da jetzt in 4 Tagen möglich ist. Das ist mein Hund Danny, er ist 9 Jahre alt, er ist in die Stube rein. Er ist das noch wieder passiert, er pinkelt überall. Er zieht an der Leine. Ja, komm, Danny, zieh das nicht. Komm hier. Und das größte Problem ist die Eifersucht. Dass der mich immer beißt und sich immer dazwischen drängt, zwischen mir und meiner Mutter. Bitte hilft uns dringend. Eine Stadt, die sich sehen lassen kann. Ein Örtchen, wo Lebensqualität und Wohnkultur noch zu Hause sind. Das ist Bad Honnef. Nur wenige Kilometer südlich von Bonn gelegen, umgeben von einer romantischen Landschaft. Die Idylle könnte perfekt sein. Wenn er nicht dauernd dazwischen funken würde. Danny. Der 9-jährige Yorkshire Terrier hat nur Augen für sein Frauchen Sophia Poplawska, 52, gelernte Floristin. Besonders Sohn Kamil, 21, aus Köln und auf der Suche nach seinem Traumjob, leidet unter den Eifersuchtsattacken von dem kleinen Tyrannen. Dabei hat der Yorkshire Terrier keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Zusammen mit Mama Sophia residiert der liebestolle Danny in einem 80 Quadratmeter großen Hunde-Luxusreich. In jedem Zimmer ein Bettchen, ganz nach dem Motto, nicht kleckern, sondern protzen. Das ist sein Nachmittagskörbchen. Das ist Danny Reisekörbchen. Er mag diese Körbchen wegen der Wärme. Das ist Dannys Nachtkörbchen, aber er schläft hier nicht. Danny schläft mit mir in dem Bett. Er ist so kuschelig mit ihm schlafen. Ganz klar, hier ist Danny der King im Haus. Und natürlich verteidigt er seinen Thron bis aufs Blut. Danny ist ein Hund mit tragischer Vergangenheit. Als der Yorkshire Terrier im Alter von 1 Jahr von einem LKW angefahren wurde, verlor er fast sein Bein. Also das musste alles genäht werden, Gips und Schrauben, 2 Schrauben hatte im Bein. Diese Aggressivität hat erst danach angefangen, wo halt sich meine Mutter nur um ihn in der Zeit gekümmert hat und sie hat keinen an den Hund rangelassen. Seitdem weicht Danny seinem Frauchen nicht mehr von der Seite, auch nicht, wenn Sohnemann Kamil zu Besuch kommt. Der 21-Jährige fürchtet sich vor dem kleinen Raubtier. Jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, werde ich gleich von dem Tiger oben angegriffen und direkt angebellt. Also eine entspannte Situation ist es gar nicht. Eine ziemlich enge, freundschaftliche Beziehung zu meiner Mutter. Und Danny stört so weit, dass der halt immer uns unterbricht, wenn wir irgendwas machen, immer im Mittelpunkt sein will. Die Mutter-Sohn-Beziehung leidet täglich mehr unter dem Eifersuchtsdrama. Besonders, wenn sich Kamil seiner Mutter nähert. Ich würde eher sagen, dass ich den Hund nicht sehr leiden mag. Wenn irgendjemand jemandem wehtut, egal, ob das ein Hund oder ein Mensch ist, dann mag man die Person oder halt das Tier nicht. Ah, jetzt hat er richtig zugepackt. Jetzt muss ich meinen Sohn vor den Hund schützen. Normalerweise
fließt richtig Blut und alles, weil der kann richtig mit seinen kleinen Zähnen zuschnappen. Und ich gehe immer hier verletzt nach Hause. Wir können das nicht richtig unterhalten zusammen, wir können das nicht spielen, wir können das viel Sachen nicht zusammen machen wegen dem Hund. Und weil der kleine Kläffer Kamil nervt, wird zurückgeschossen. Mit Kaugummiblasen. Über nichts ärgert sich der Terrier mehr als über platzende Gummibläschen. Also der reagiert eigentlich immer so auf Kaugummis. Damit kann man den wirklich reizen bis zum geht nicht mehr. Aber Danny hat nicht nur ein Problem mit Kamil, sondern auch mit seiner sensiblen Blase. Wenn es den Yorkshire Terrier überkommt, dann gibt es keinen anderen Ausweg. Wassermarsch. Egal wann, egal wohin. Hauptsache, der Druck lässt nach. Das ist deine Lieblingsstelle. Mach das im Badezimmer. Aber manchmal mag das sich auch in Flur. Es gibt nur eine Chance, dass Frauchen nicht ständig hinterherputzen muss. Danny, der Pinkelprinz, bequemt sich aufs Krönchen, aber das bleibt wohl nur ein Traum. In der freien Wildbahn benutzt der 9-jährige Yorkshire Terrier schließlich auch die Outdoor-Toiletten. Dafür macht er hier ganz andere Zicken. Er sieht zwar aus wie ein zu großer Hamster, besitzt aber Bärenkräfte. Sozusagen ein Wolf im Terrierpelz. Noch mehr Spaß als Bäume ausreißen gibt es mit Frauchen beim Gassigehen. Sophia ist eben das perfekte Anhängsel für das andere Ende der Hundeleine. Ohne Mitspracherecht bei der Streckenwahl. Sieht das nicht dann bei Fuß, wie andere Hunde? Nur zieht das, verschiedene Richtungen. Ja, komm, Danny. Zieht das nicht. Komm hier. Das nervt natürlich, also, weil wir immer anhalten müssen. Man kommt gar nicht so schnell voran, wie man eigentlich will. Und halt diese Zieherei, das kriegen wir halt gar nicht abgewöhnt von ihm. Einfach ein Sturkopf ist es. Danny, ein Hund mit vielen Lastern. Krankhafte Eifersucht auf Lieblingssohn Kami. Chronische Pinkelattacken. Und wildes Leinezerren. Sieht das nicht. Komm hier. Mutter und Sohn wissen sich nicht mehr zu helfen. Höchste Zeit, dass Superfrauchen Gabi dem Ganzen ein Ende bereitet. Der Yorkshire Terrier ist ein echter Temperamentsbolzen, ein richtiges Energiebündel, der sehr großen Bewegungsdrang hat. Eigentlich alles andere als ein Schoßhund. Und wenn er nicht wirklich richtig erzogen wird, gewöhnt er sich eine Menge Unarten an. Mein Wunsch wäre, wenn der Hund einfach mich akzeptieren würde, nicht mehr beißen würde und einfach, wenn ich hier bin, vielleicht in seine Ecke geht und da einfach dann bleibt. Hallo, hallo. Guten Tag. Ich bin Gabi Kaiser. Sophia. Hallo. Hallo, kleine Maus. Das ist die Danny. Hallo, Danny. Na? Hey. Hallo, guten Tag, Gabi Kaiser. Hi. Mit anderen Menschen so hat er aber kein Problem. Ist es nur? Ja, hat keine Probleme. Wenn Sie ihn auf dem Arm haben. Nee, das ist kein Thema. Hat kein Problem. Nur bei Kabel. Nur bei mir. Okay. Superfrauchen Gabi will sich einen ersten Eindruck zum Kapitel tierische Eifersucht verschaffen. Okay, dann würde ich mir das mit der Eifersucht gerne mal angucken. Können Sie noch mal absetzen zwischen sich, so wie das sonst üblich ist? Hör bitte auf damit. Ist gut. Ruhe. Auf zu knurren. Danny. Komm, Danny. Sitz schön. Bleib ruhig. Gar nicht beruhigen. Einfach ignorieren. Das wird schwer werden, ihn zu ignorieren. Ja? Mhm. Aber auch wenn er klein ist, der braucht das nicht. Also die erste Maßnahme ist, dass Sophia und Kamil sich anders verhalten in der Situation. Sophia muss lernen, Danny zu ignorieren in dieser Situation und ihn nicht mehr zu unterstützen oder aus der Situation rauszugehen, sodass er eben das, was er am liebsten hat, nämlich seinen Besitz neben sich, dass ihm das entzogen wird. Und Kamil muss lernen, ihn auch zu ignorieren und ihn nicht durch seine Reaktion zu verstärken. Danny, sitz. Okay, und wieder ignorieren. Ignorieren. Lassen Sie ihn da sitzen und ignorieren Sie ihn.
gar nichts tun. Okay, Carmen, jetzt guck ihn mal bitte gar nicht an. Sag auch nichts.